Ich mein paar Rüben pflanzen. Hast du gesehen, wie die Pflanzen sich gewiegt haben und gewachsen sind? Nein, ich habe mich auf die Quick-Time-Events konzentrieren müssen. Ist das nicht wundervoll? Wie ich mir schon gedacht habe, offenbaren sich Gefühle in dieser Welt viel lebhafter. Das Wissen über diese faszinierenden Entdeckungen werde ich auf jeden Fall weiter verbreiten. Und wer weiß, vielleicht können auch andere Passagiere Musik machen. Wenn sie in guter Stimmung sind, können sie helfen. Wo ich gerade daran denke, im Durcheinander der letzten paar Tage habe ich eines ganz vergessen. Hier, das ist für dich. Die seltsame Münze hat mich schon seit meiner Ankunft hier gekitzelt. Ich bin erleichtert, dass es nicht wieder in dieser Pollenallergie war. Ah, ein weiterer Obolus. Der Kaffee angepflanzt. Und wie es aussieht. Ein Hunger. Aber nicht ganz on point, aber es genügt. Oh, oh, oh. Ich darf nicht reden. Ich muss mich konzentrieren. Dieser Soundtrack. Die dritte Pflanze ist aber noch nicht fertig. Na, seid ihr noch wach? Oder seid ihr am Chat eingeschlafen? Also ich muss auch irgendwie ein bisschen damit, also mit der Müdigkeit so ein bisschen kämpfen. Nicht weil das Spiel langsam langweilig ist, sondern weil es halt fucking chillig ist und es ist halt versteht ihr, was ich meine, es ist halt einfach chillig bis zum geht nicht mehr. Es muss halt auch damit kämpfen, dass ich nicht so ein bisschen so zu wegnicke und zwischendurch mal so, weil es halt einfach so chillig.
Stanley, ich wollte dich nicht hiermit belästigen, aber in den letzten Wochen hatte ich seltsame Träume. Mit einer riesigen Schlange, bedrohlichen Griffen und verfaultem Obst. Und seitdem ich zu dir im Boot gekommen bin, wurden die Träume viel klarer. Ich denke, es ist die Meeresluft oder vielleicht die mystische Kraft des Immerlichts. Wie dem auch sei, inzwischen bin ich davon überzeugt, dass meine Träume Visionen waren. Und außerdem glaube ich, sie von unserer geheimen Bekanntschaft kommen könnten. Ich habe mir die Karte in deiner Kajüte angesehen. Mein Blick wurde immer wieder zu einer bestimmten Stelle hingezogen, die ich markiert habe. Ich denke, wir sollten die Stelle aufsuchen. Es gibt keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn, länger zu warten. Oh nein, sag nicht. Ich habe so eine Befürchtung. Ich hoffe, sie bewahrheitet sich nicht. Hier können wir noch ein bisschen. Den Bachsgesang. Wachse, Kaffee, Wachse, 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 Wachse. Irgendwie so. Ich erfinde da gerade eine Melodie, einen Text dazu. Verdammt, jetzt habe ich einen Text dazu komponiert. Wachse schnell, wachse Pflanze, wachse schnell. Jetzt brauchst du noch eine zweite Strophe. Und Refrain. Das ist der Refrain, jetzt brauchst du noch Strophen. Schreibt mir Strophen in die Kommentare und im Live-Chat, wenn ich nicht demnächst welche erfinde. Ein bisschen Essen für dich. Oh, du hast meine süße Schwachstelle gefunden, Schatz. Zu meinem Nachtisch kann ich nicht Nein sagen. Köstlich zukriege Perfektion. Vielen Dank. Die ist doch gerade. Ihr pennt. Aufwachen ist es morgen. Ihr habt doch bestimmt Hunger. Vor allem du hast Hunger. Wer ist mit ein bisschen Popcorn? Fütterung auf diesem Schiff ist wirklich alles. Umarmung. Oh, diese Umarmungsanimation. So machen wir alle glücklich. Du hast dich gut geschlagen. Jetzt haben wir ein richtiges Passagierschiff. Und du musst dich um diese neuen Gäste kümmern. Sie werden deine Geduld auf die Probe stellen. Nicht ich. Aber zuallererst muss ich dich um etwas bitten. Im Gästehaus zu schlafen ist für keinen von uns die Ideallösung. Das hast du sicher schon gemerkt. Vor allem, wenn es dort ziemlich eng wird. Weißt ja, ich möchte mich nicht beschweren. Du warst bisher so fantastisch. Und es wäre sehr unhöflich von mir, dir Schuld zuzuweisen.
Aber ich denke, ich bin bereit für meinen eigenen Rückzugsort. Ein schönes kleines Haus, bescheiden aber elegant, mit einem gemütlichen Flair. Ein Ort, an dem ich lesen und mich entspannen kann, fernab vom Tumult am Deck. Seltsamerweise schwebt mir etwas im Alpenstil vor. Siehst du sogar, ich kann mich nicht immer vor der Nostalgie verschließen. Ich möchte dich wirklich nicht unter Druck setzen, aber ich würde mich unheimlich darüber freuen. Gwen's Chambers. Charlie, wahrscheinlich. Da brauche ich schneller Kalkstein. Ich muss mal gucken, wo ich das herbekomme. Vielleicht bekomme ich irgendwo Kalkstein her. Und die immer fort. Ne, da fahren wir noch nicht hin. Quarztreffer. Kisten. Fahren wir erstmal hier. Was brauchen wir nochmal für die Hütte? Kalkstein. Vielleicht finden wir es wirklich in der Quarzhütte. Das ist eine Greenbucht. Schwarz gibt es da nur. Die Herze gibt es dort. Hier gibt es Erze. Jetzt sollten wir mal die Insel hier ansteuern. Greenhaltenbucht. Bessern. Und könnte ich immer wieder sehen. Muss nochmal gewässert werden. Neue Samen. Kupfererz. Ist nicht das, was wir brauchen. Danach mal hier hinfahren. Das ist eine etwas längere Strecke. Ich sehe mehr neue Gesichter an Bord. Das gefällt mir, verstehe mich nicht falsch. Ich möchte nicht, dass du deinen alten Onkel Arthur vergisst. Weißt ja, ich bin hergesellig, schlechthin. Ich komme mit allem gut aus, egal wo, egal wann. Hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch eine neue Freundschaft schließen würde. Ich musste keine Sorge machen, mir geht's gut. Tut mir leid, dass ich es überhaupt angesprochen habe. Ich stelle mich einfach an die Reling und genieße das ganze Pracht um mich herum. Was? Weißt du, da ist irgendwas vorbeigefahren. Hoffentlich fliegen mir keine Mücken in den Mund. Das ist nicht so toll.
Und Umarmung. Ah, er hat doch so schöne Umarmungs. gemacht. Er isst wirklich alles. Satt. Und Umarmung. Gerade nicht bitte. Eine Umarmung. Er hat dieses merkwürdige Gefühl. Er hat ziemlich großen Hunger. Komme sofort. Verdammt. Ich dachte, die mag den Obstmarkt nicht. Was willst du? Ein Unwetter. Versuche einfach Blitze zu fangen. Denke daran, wenn immer Licht wird dich, denn immer Licht wird dich blitzen. Was hältst du davon? Ach, warum nicht? Ich einfach unter einen schlagen Blitzer. Wenn wir eh schon unterwegs sind. Er spielt schöne Musik dazu. Ein bisschen Spannung hier wieder, nachdem das so chillig ist. Das Spiel braucht auch diese Szenen, wo es dann mal ab und zu mal wieder Gewitter gibt. Jetzt seid ihr wieder alle wach. Ja, tun wir uns nichts. Na, mir hat's gefallen. Nur noch bestimmt die Blumen. Ein bisschen Kaffee. Und eine Blume. Mal Karotten und Rüben in den Ofen stecken. Nein, hier muss noch was gegossen werden beim Regen. Wird mal wieder Zeit für ein bisschen Musik. Wenn die Sonne strahlt so hell. Jetzt beim Regen. Die Sonne strahlt so hell. Wachse schnell, denn die Sonne scheint ja hell. Was war denn das? Der Song entwickelt sich. Greenhalton-Bucht entdeckt. Die Grünhalten-Bucht. Darfst nicht braun werden, das musst du grün halten. Der war richtig schlecht. Jetzt
solchen Ohrwurm von der Melodie mit meinem eigenen, mit einem eigenen Text, der noch verbessert wird. Müssen Karotten. Kalkstein. Wo finden wir nur Kalkstein? Auf zur Insel. Das wird nichts. Kupfererz. Hey, ich wollte diese Bäume hier fällen, aber ich habe meine Axt vergessen. Ich werde nicht die Axt von jemand anderem benutzen. Es wäre seltsam. Mir gefällt, wie sich meine Axt anfühlt. Sie ist handfest und beruhigt mich. Oh, ich vermisse diese Axt. Ich vertreibe mir die Zeit, indem ich Briefe schreibe und einige davon ins Wasser werfe. Ich habe Gedichte geschrieben, keine besonders guten, aber ich werde besser. Hoffentlich findet sich niemand meine grauenhaften Gedichte. Wir werden sie alle finden. Wir fällen einfach mal den Baum schon für ihn oder für sie. Was treibst denn du hier? Sieh dir nur die ganzen Bäume an. Hier können wir mal tauchen. Wertvoller Ring. Wird bestimmt wertvoll verkaufen. Aber Kalkstein habe ich auch immer noch nicht gefunden. Gut, dann würde ich mal sagen, steuern wir. Ach, es ist zu spät. Gut, dann gehen wir schlafen. Gute Nächte. So schnell. Da habe ich mir was ausgedacht. Denn die Sonne scheint so schön. Was gegrilltes Gemüse, da wird keine extra. Da können wir. Ich dachte, da wird irgendwie Karotten. Gekochte Karotten werden dann raus. Guten Morgen, Honigmädchen. Sagt sie. Noch Samen zu anpflanzen. Karotten haben wir noch. Müssen wir die im Regen noch gießen? Gießen Blumen im Regen.
auf geht's zu ihm hier. Du hast natürlich wieder Hunger. Küss dich, darauf hatte ich richtig Appetit. Satz. Ah, ja, scheint hier. Oh je. Wo sind wir denn hier? Oh, das. Ich dachte, das wäre mein Ende. Der Drache. Es war wohl unvermeidlich, dass er hier ist. Er folgt mir auf Schritt und Tritt, sogar auf in dieser Welt. Unsere Schicksale sind nun mal miteinander verwoben, nicht wahr? Aber gut. Er hat es mir zwar sehr geschadet, aber er sieht aus, als hätte er starke Schmerzen. Oder nicht? Aus den Felsen auf seinen Rücken scheint die pure Verderben zu quellen. Vielleicht würde es helfen, sie zu entfernen. Nur Zustände, Stella. Jedes Wesen verdient Liebe und Fürsorge. Was sie sagt. Tu, was du am besten kannst. Gehirn aufgeklopper. Du hast dann kein Geschwür. Sag mir, da gibt's Kalkstein. Wie komme ich da jetzt hoch? Das war wohl nix. Ja, kein Kalkstein. Das sind Quarzdrache. Ja, das Essen ist fertig. Weiter Quarze. Das sind also die Bosskämpfe hier. Ohne wirklich Bosskämpfe zu sein. Okay, falls wir für irgendwas Quarz brauchen, haben wir es danach hier. Das haben wir ja auch geübt in dem Zustand. Er wirkt erleichtert, nicht wahr? Ich frage mich, was das wohl zu bedeuten hat. Wenn wir dem Drachen jemals wieder begegnen sollten, sollten wir ihm, soll ich überlesen, wohl helfen. Streamverzögerung.
Jetzt muss ich erstmal meine Gedanken ordnen. Danke für alles, Stella. Unglaublich. Und danke, ich hatte richtig Hunger. Und nochmal Amor dazu. Och, du bist goldig. Ich weiß.